California, Pensacola, go. I'm happy when you're gone. Hallo liebe Musikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist Musik? Die weltweit seltsam erfolgreiche Indie-Folk-Band Alljay hat nach einer 5-jährigen Kreativpause nun ein neues Album rausgebracht. The Dream. Und ob es dem Trio damit gelingen wird, an ihr Großwerk der Vergangenheit anzuknüpfen und ob das neue Album überhaupt hörenswert ist, all das finde ich in diesem Video für euch heraus. Hey ho, let's go! Ja, meine lieben Musikfreunde, ich muss schon bekennen, ich habe den riesigen Erfolg von Alljay nie so ganz verstanden. Schon mit ihrem Album This Is All Yours landeten sie in Großbritannien auf der 1, in den USA auf der 4 und in Deutschland auf der 8. Die Kritiker überschlugen sich damals im Jahr 2014 mit Lobpreisungen. Ich habe mir das Album dann zugelegt und fand ultra langsame, sehr seltsame Songs, einen Gesang, den ich eher als creepy wahrgenommen habe, und Stimmsamples von Miley Cyrus in Hunger of the Pine. Ich konnte kaum glauben, dass das der Sound ist, auf den die Massen steil gehen. Ein Album später konnte ich dann wiederum nicht verstehen, dass sich die gleichen Kritiker von Relaxa enttäuscht abzuwenden schienen. Und dabei kann man diesem Album meines Erachtens gegenüber dem Vorgänger höchstens den Vorwurf machen, dass dann einige Songs tatsächlich mit einer zu intensiven, zeitgeistigen Langsamkeit daherkommen. Aber hey, andere werden dafür gefeiert. Auf all diesen Alben finden sich gekonnte und auch extreme Folk-Dekonstruktion. Man ahnte irgendwie immer, dass bei Alljay die Basis Folk-Songs waren. Allerdings waren diese musikalisch derart umgemodelt auf sehr verfremdende und abstrakte Art und Weise, dass man sich da gar nicht mehr so sicher sein konnte. Ja, liebe Musikfreunde, wenn euch das Video doch bis hierhin schon gut gefallen hat, dann abonniert doch ganz schnell meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben reviewe oder über interessante musikalische Themen spreche. Und ich war selbst überrascht, dass ich mich, obwohl ich ja jetzt nun wirklich kein Hardcore-Fan von Alljay bin, mich doch sehr auf das neue Album The Dream gefreut habe. Ich bin wahrscheinlich nicht gerade genau in der richtigen Stimmung dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht nur ich das so empfinde, denn ich habe noch nie von irgendjemand anderem davon gelesen, aber ich empfinde die Musik von Alljay und die Stimmung ein Stück weit unheimlich. Das liegt zum einen an den verfremdenden Stimmeffekten und an dem schummrigen Hall, der zum Einsatz kommt, und natürlich auch an diesem creepy Gesang. Und damit erinnern mich Alljay von der Stimmung her an Trip-Hop-Acts wie zum Beispiel Uncle oder auch Tricky. Um die Verbindung zum düsteren Trip-Hop herzustellen, hilft Alljay wahrscheinlich der Hip-Hop, denn sie beschreiben ihre Musik selbst als Folkmusik von Nerds, die aber auch auf Hip-Hop stehen. Ja, und das hört man jetzt den Rhythmen auf The Dream auch wirklich einmal an. Was mich dann wiederum an Lana Del Rey erinnert, und Alljay gelingt es auf diesem Album dann auch tatsächlich öfter, eine ähnlich somnambule Stimmung in ihren Songs herzustellen. Ansonsten muss man dem Sound von Alljay allerdings attestieren, dass er absolut eigenständig und auch unverwechselbar ist. Thematisch geht es auf The Dream sehr abwechslungsreich zu. Es heißt, Alljay hätten sich diesmal textlich vor allem von True Crime Podcasts inspirieren lassen. Aber offenbar nicht nur. Denn schon im Opener The Bane hört man nach so einem choralen, großartigen Einstieg dann einen Text, der von dem verführerischen Fluch koffeinhaltiger Softdrinks erzählt. Hard Drive Gold ist dann ein Song über die trügerischen Verheißungen von Kryptowährungen, und in Happier When You're Gone nehmen sie, wie sie selbst sagen, Bezug auf den Folksong Hey Joe, den man ja kennt in der großartigen Rockversion von Jimi Hendrix. Hier handelt es sich dann um eine perspektivische Verschiebung, denn es ist nicht mehr Joe hier, der seine vermeintlich untreue Ehefrau abknallt und dann nach Mexiko abhaut, sondern Joe wird hier von seiner Ehefrau niedergeschlagen und anschließend verbrannt. Ja, so heißt es zumindest von Seiten der Band. Ich habe mir den Text angeschaut und da muss man die Hinweise darauf eher mit der Lupe suchen. Die Dekonstruktion des folkigen Ausgangsmaterials sind diesmal wesentlich dezenter und zurückgenommener, wodurch Alljay auf dem Album viel nahbarer und offenherziger wirken. Der Effekt ist ähnlich dem von damals, als man zum ersten Mal die Bilder von Lady Gaga gesehen hat, fotografiert vom Kölner Fotokünstler Wolfgang Tillmanns. Get Better ist dann der Song auf dem Album, der verrät, wie Alljay wohl klingen würden, wenn sie nicht jede neue Komposition von Joe Newman erstmal durch den Fleischwolf der Abstraktion drehen würden und sich überlegen würden, wie können wir den möglichst auf links drehen.
denn das wirkt jetzt hier so unmittelbar und intim auch nur zur Akustikgitarre gespielt. Und das passt auch zum Inhalt, denn es geht um den Abschied von einer geliebten, aber todkranken Person. Den zugrunde liegenden Folksong von Chicago dekonstruieren Allshay gleich darauf dann aber wieder aggressiver als No Time to Die die Figur des James Bond. Wir hören einen sehr düsteren, verhalten Chicago House Beat, auf dem sich dann dieser Folksong aufbauen darf. Verstörend, ähnlich wie der gesampelte Gesang einer Opernsängerin in Philadelphia, der dann auch noch verfremdet und verzerrt wird. Die Songs auf dem Album sind rhythmusbetonter, flotter und tighter als auf dem overhypten This Is All Yours. Kompositorisch sind die Songs um einiges zugänglicher, wodurch ich glaube, dass auch ich jetzt endlich einen richtigen Zugang zur Band gefunden habe. Einige der Melodien fand ich richtig gehend schön. Das Unheimliche bei Allshay ist für mich immer noch vorhanden, in der Musik wie in der Covergestaltung. Allerdings inzwischen so, dass ich beim Hören angenehme Schauer empfinde. Ja, das sage ich als einer, der die Band wahrscheinlich niemals so richtig verstanden hat, aber ich komme einfach nicht umhin, dem Album hier 8 von 10 möglichen Punkten zu geben. Ja, liebe Musikfreunde, wie haltet ihr es mit Allshay? Mögt ihr sie oder könnt ihr sie gar nicht ausstehen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert am besten gleich meinen ganzen Kanal. Denn dann verpasst ihr auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben review oder über interessante musikalische Themen spreche. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!